Auf geht's, Data, 15.35 Uhr Minuten am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017. Und wissen Sie was? Ach, das hatten wir schon so lange nicht mehr. Wir schauen auf die Rohstoffliste und wir sehen, oh, heute stark. Gas plus 1,9%, Palladium plus 1,7%, kratzt wieder an der 1000-Dollar-Marke, gucken wir uns heute an. Wir haben Platin im Plus, dann haben wir Kupfer ebenfalls mit plus 0,9%. Gold und Silber weitestgehend unverändert. Gold kämpft um die 1300, Silber kämpft mit der 1720 und unter Druck heute die Energiewerte. Benzin, Brent, Crude mit minus 1,1 bis minus 1,9%. Freunde, der Goldpreis läuft in Richtung 1300. Und ich kenne jemanden, der wird den Goldpreis nicht auf der Longseite traden, wenn der hier direkt durch die 1300 in einem durchgeht. Und das ist derjenige, dem Sie gerade zuhören. Jetzt werden natürlich wieder E-Mails kommen, in denen dann drin steht, du willst immer nur nicht traden. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich will dann traden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die hart ertradeten Monetas, die ich dann als Risiko auf den Tisch lege, eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie zurückkommen. Ich habe das ja heute Morgen schon gesagt. Trading ist ein Spiel. Das muss man sich klar machen. Aber ein Spiel, wo es nicht darum geht, einfach mal zu spielen, sondern es geht ums Gewinnen. Und ich glaube, viele Trader spielen einfach nur, weil sie Freude am Spielen haben. Ja, ihr habt Freude am Spielen, der Broker hat Freude an eurem Geld, was ihr verliert. Und das ist der Grund, warum ich durch die 1300 nicht traden will. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gewinntrade wird, deutlich geringer ist. Ich erkläre es euch auch gleich. Und eine Sache vielleicht, ja, stimmt, ich oute mich. Ich habe mal über mich behauptet, ich bin ein Streber. Bin ich. Ich bin ein Streber, weil ich extrem ehrgeizig bin. Woher das kommt, weiß ich, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Und ich spiele nie, um nur zu spielen. Ich will immer gewinnen. Das ist wirklich so. Und hier, ja, es könnte sein, dass ich als Gewinner vom Feld gehe, aber es ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich als Verlierer vom Feld gehe. Und wenn ich das schon spüre, dann ist mir das egal, was ich verpassen könnte. Ich will mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf der Long-Seite, wenn dann reingehen. Um was geht's mir denn? Leute, ja, hier, große, ehemals trendbegrenzende, jetzt trendunterstützende Linie. Ja, es ist hier die 61% Retracement-Marke dieser Hauptwelle gewesen. Große Unterstützung, hatten wir miteinander besprochen. Wir hatten durchaus Volumen hier gesehen. Und der Markt zeigt auch eine ordentliche bullische Bewegung. Aber, wenn wir durch die 1300 jetzt durchgehen, dann ist es doch nicht so, dass die Pferde jetzt hier losrennen, sondern das Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Bonanza, das hat hier unten schon angefangen und nicht jetzt erst hier. Das heißt, der Markt hat schon eine gewisse Welle und Bewegung hinter sich. Dazu eine glasklare, umgedrehte V-Formation hier. Eine klare, umgedrehte V-Formation. Das heißt, alles, was der hier macht, wird komplett in einem abverkauft. Das ist ein Zeichen der Schwäche. Das heißt, ich würde hier durch diverse Widerstände oder in Richtung diverse Widerstände reintraden. Das heißt, das wäre dann als erstes 13.08 und als nächstes wäre es die 13.20. Da habe ich schlichtweg keinen Bock drauf. Eine ganz andere Story wäre es und ist es, wenn die Pferde jetzt mal hier an die Tränke kommen würden. An die Tränke, nicht wieder zurück, sondern zum Beispiel mal Freitag, Montag, hier eine Konsolidierung stattfindet, eine seitwärts gerichtete und dann das Ganze fortgesetzt wird. Das wäre nochmal eine ganz andere Chose. Weil dann würden das sogenannte Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Bonanza, das würde dann nämlich jetzt erst wieder losgehen. Dann habe ich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, kann meinen Stop hier drunter setzen und kann dann meinetwegen 20 Dollar auf der Long-Seite traden. Aber dann habe ich ein Setup. Das heißt, hier, was ich nicht will, ist jetzt, weiß ich nicht, ach, ich will spielen. Hauptsache, ich finde was zum Spielen. Ich verbinde Hans mit Franz und Jürgen mit Würgen und dann habe ich hier auf einmal eine Keilformation. Ja, das ist sogar tatsächlich eine Keilformation, aber mit viel zu wenig Auflagepunkten, viel geringer Wahrscheinlichkeit. Dann sage ich, oh, wenn das bärisch aufgelöst wird, läuft es so hin vorhin. Nö, der kann hier hinlaufen, hier in Richtung 84 und dann kann der Markt in eine größere Seitwärtskonsolidierung übergehen. Kann alles passieren. Und deswegen, Leute, der Markt hat gerade eine Bewegung gemacht, läuft in Richtung Widerstände. Ich gucke zu. Wenn es weiterläuft, so ähnlich wie hier, erinnert ihr euch, habe ich gesagt, Leute,
Wenn ihr hier den Ausbruch hättet über die 1320, ich winke euch hinterher, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zurückkommen werden, ist deutlich größer und dann reevaluiere ich den Markt. Wir sind ja noch tiefer gegangen. Die Kunst des Tradens, es ist ein Geduldsspiel. Traden ist auch ein Geduldsspiel. So, was ist denn mit bearish? Auch das für mich interessanter aus der Konsolidierung heraus, was auf der bearischen Seite zu traden. Oder mit einer Trendumkehrformation. Und wenn es über die kleinere Zeiteinheit ist, das sehe ich nicht. Ich sehe gerade einfach nur eine Aufwärtsbewegung. Was ist eigentlich, falls mal ein Pullback kommt? Dann kaufen, dann in Richtung 1350, sonst irgendwas. Also, liebe Trader, letztes Mal schon besprochen und wiederhole es gerne nochmal. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Ob der Goldpreis tatsächlich diese Zone halten können wird oder nicht. Ja, es ist verdammt viel Unterstützung. Die verdammt viel Unterstützung auf der einen Seite kämpft gegen verdammt bärische, umgedrehte V-Formation auf der anderen Seite. So. Und das ist also ein Kampf, wo wir noch nicht wissen, ob die Bullen jetzt eine Fortsetzung machen oder ob die Bären noch einen draufsetzen werden. Und deswegen denke ich gerade ganz kurzfristig. Gibt er mir eine Konsolidierung, wird sie bullisch aufgelöst da, wird sie bärisch aufgelöst, kurzfristig runter. Größere Formationen kann ich gerade nicht traden, weil ich das nicht aus dem Chart ablesen kann. Und ich meine das wirklich ganz ehrlich. Vielleicht können das andere, ich kann es nicht. Und mir geht es auch nicht darum, immer alles lesen zu können und immer zu wissen, was als nächstes passiert. Mir geht es nur um eines. Ich will deutlich mehr Gewinntrades haben. Punkt. Dieses Vorhersagen, wo am Ende des Jahres welcher Goldpreis wie wo sein wird, das überlasse ich gerne anderen. Ich bin dann immer dann da, wenn ich eine hohe Wahrscheinlichkeit erkenne. Das habe ich heute nämlich in dem Webinar gesagt, das fällt mir gerade nämlich wieder ein. Erinnern Sie sich, ich bin ja dafür ordentlich gehatet worden. Das war November 2016, als der Goldpreis hier durch die 1210 durchgefallen ist. Da habe ich euch gesagt, liebe Leute, im nächsten Jahr höhere Hochs als 1380 wird schwierig. Als wir hier durchgefallen sind, da habe ich euch gesagt, liebe Leute, das dauert jetzt richtig lange, bevor wir da oben hinkommen. Da bin ich auch nochmal ordentlich gehatet worden. Gleichzeitig hatte ich Ihnen gesagt, ja, als wir bei 1100 waren, gehen Sie zurück, schauen sich das an, das war Ende des Jahres. Wir haben eine größere Wahrscheinlichkeit für die 1300, dann wird es aber wieder dauern. So, wenn das aus dem Chart abzulesen ist, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, eine klare Ansage zu machen. Hier ist es aber nicht abzulesen. Und deswegen überlasse ich das den Finanzmarktanalysten. Silber, same story. Silber fängt ja im Gegensatz zu Gold schon an, hier anderthalb Tage eine Konsolidierung zu machen. Sieht man auch hier. Und das wäre doch schön, wenn, ich kann nicht dem Markt sagen, dass er das zu machen hat, aber ich kann mir was wünschen, wenn der Markt hier eine Seitwärtskonsolidierung machte. Von mir aus nochmal zwei, drei Tage, dann würde er nämlich ordentlich Kraft sammeln, nicht nur um über diese horizontale Widerstandszone zu gehen, sondern auch genug Kraft zu haben, darüber hinaus zu laufen. Ansonsten ist es nämlich so jetzt gerade, wie viel ist das, 6%? 5,7%. So, nach 5,7% sind die Bullen zu schwach aus meiner Sicht, um im Falle eines Ausbruchs sofort hier die Zone 1740, 1745 rauszunehmen. Ich warte auf entweder eine klare bullische Fortsetzungsformation über die Stunde, die ich traden kann, oder auf eine Trendumkehr, die dann wieder runtergetradet werden kann. Und das alles klein, klein. Hier in Richtung Unterstützungen, in Richtung 1670 auf der einen Seite, bullisch, nächste Widerstandszone wäre dann 1760. Man muss den Markt gerade klein, klein sehen, denn schaut mal, Leute. Allein dieses, es geht mir jetzt nicht um eine Trendlinie, aber seht ihr diese, auf der einen Seite geht es so runter und auf der einen Seite geht es hoch. Wir haben keinen klaren Trend. Kleine Brötchen backen. Palladium hatte eine trendbegrenzende Linie. Wir hatten sogar einen Trendkanal. Wird bullish aufgelöst. Wir laufen an die 1000. Einverstanden, psychologische Widerstandsmarke nicht so einfach rauszunehmen. Ich würde mir erlauben, jetzt diesen Trendkanal einmal kurz rauszunehmen. Und jetzt kommt der Markt hier, eine horizontale Zone, um die 900. Was ehemals Widerstand war, wird zur Unterstützung. Und von hier wird wieder gekauft. So, relativ einfache Chose aus meiner Sicht. Warum relativ einfache Chose? Entweder der Markt läuft jetzt hier seitwärts, immer zwischen 900 und 1000, dann wäre es mehr bullisch. Dann soll er das aber noch ein paar Mal machen, dann traden wir durch die 1000 durch. Oder das ist ein Doppeltop. Wenn das ein Doppeltop ist, dann bitte schön nochmal zurückkommen und dann auch
die 20-Wochen-Linie gleich mitnehmen, dann hätten wir sowohl die horizontale Zone bärisch aufgelöst als auch die 20-Wochen-Linie. Und dann haben wir auch eine klare Trendumkehrformation, dann haben wir auch das Potenzial in Richtung 830, möglicherweise 800 zu laufen. Soll er machen. Soll er uns zeigen, ob das ein Doppeltop werden will oder ob er das als eine bullische Fortsetzungsformation auf der bullischen Seite der Markttrading werden wird. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich schaue mir regelmäßig die Ausgaben von diesem Mann an und ich finde das, was er macht, echt gut. Das, was er macht, hat Hand und Fuß. Das hat nichts von, ja, könnte nicht, sondern der stellt hier klare Trading-Setups vor. Der sagt mir auch, wann er was tradet, wann er nichts tradet. Wenn Sie sagen, ja, ich will auch in der Lage sein, so den Chart zu lesen, dann kann ich Ihnen eines sagen. Es ist eine echte Freude, wenn man den Chart selbstständig analysieren kann, wenn man seine eigenen Trading-Entscheidungen treffen kann auf Basis der eigenen Fertigkeiten. Dann kann man das mit deutlich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein tun und es macht deutlich mehr Spaß. Und dann bleibt nur noch die Frage, ob Sie sagen, ja, den Mann hätte ich gerne in meiner Trading-Ecke. Dann freue ich mich, wenn Sie sich dafür entscheiden, mit uns gemeinsam das Traden zu lernen, denn uns haben Sie nicht nur 3 Tage auf Ihrer Seite, uns haben Sie 6 Monate auf Ihrer Seite. Wir begleiten Sie vor dem Seminar, damit Sie wunderbar vorbereitet dorthin kommen und wir begleiten Sie nach dem Seminar weiter. Informieren Sie sich jetzt über unser Mentor-Programm. Sie haben noch bis Ende des Monats 30% Preisnachlass für das kommende Seminar im Jahr 2018. Und wenn Sie sich jetzt für uns entscheiden, verlängern wir jetzt Ihr Mentoring, das heißt, Sie werden jetzt schon von uns im Rahmen des Mentorprogramms begleitet bis zum Seminar und dann kommen Sie noch besser vorbereitet zum Seminar und können die Inhalte noch besser nachvollziehen. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, schauen Sie auf den Link, informieren Sie sich über unser Mentorprogramm und sorgen Sie dafür, dass Sie sich von der Masse der Trader, die immer gegen den Trend wettet, deutlich abheben. Last but not least, am allerwichtigsten, nachdem Sie auf jeden Fall unsere Homepage besuchen, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie alle sowas von kerngesund. Das wünsche ich Ihnen und mir wünsche ich, dass Sie hoffentlich uns allen gewogen bleiben. Mein Name ist Dr. Esnachari.